So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Und wir befinden uns immer noch im Menü. Einfach weil ich Angst hatte, dass wenn wir jetzt reingehen, dass wir sofort angegriffen werden, weil ich weiß nicht mehr, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Deswegen treten wir jetzt mal ein. Und Tipp, man sollte alles in Maßen genießen. Sogar World of Warcraft. Ja, und das ist korrekt, das muss man mal so sagen. Verbringt auch mal mehr Zeit draußen oder so, wo ihr auch immer euch eure Zeit vertreibt. Nicht immer zocken, ne? Nicht immer zocken, obwohl zocken schon Spaß macht. Aber trotzdem sollte man nicht die anderen Leute vergessen, die auch Spaß mit euch haben wollen. Und so weiter. Ach ja, genau, wir waren ja hier und mussten dann diesen Affenkampf machen, da genau, das da. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir das auch mal. Und ich wollte noch was sagen, denn ich habe jetzt, glaube ich, der aktuelle Stand sind jetzt, glaube ich, 95 Abonnenten. Wie gesagt, finde ich ziemlich geil und so, habe ich ja schon oft genug gesagt. Muss ich jetzt nicht noch 20.000 Mal machen. Deshalb plane ich ein 100 Abonnenten-Special. Keine Ahnung, wann das jetzt kommen wird oder so. Also ich denke, wenn 100 Abonnenten da sind, werden die sofort machen. Und ihr könnt euch schon mal darauf freuen, weil das wird ziemlich episch werden. Oder ich weiß nicht, ob es jetzt für euch episch ist. Es ist jetzt nicht so etwas ziemlich aufwendiges oder so, es ist eigentlich überhaupt nicht aufwendig. Es ist einfach nur, ich zocke ein Spiel, was nicht viele gemacht haben, weil dieses Spiel ist einfach nur geil. Muss man einfach mal sagen. Ich update es gerade, ich hoffe, dass es sich nicht öffnen wird oder so und dass man es mein WoW minimieren wird, aber ich denke mal nicht. Ach ja, heute wieder nicht so eine. Ach scheiße, ich mache gerade auch irgendetwas. Heute nicht so eine lange Aufnahme, weil wie wir sehen, wir haben fast 4 Uhr und eigentlich spiele ich ja nur bis 4. Und wir sind. Ach, immer noch nicht. Und wir sind Level Up. Ja man, Level 8 schon. Ja, das heißt schon, wir spielen ja auch schon ein bisschen und wir sind erst Level 8, kann man schon so sagen. Und naja, wie gesagt, ihr könnt mir Nachrichten schicken, wenn ihr wollt, aber es geht ja bis jetzt noch nicht, weil wir noch keine Fraktion ausgewählt haben. Wir wählen dann auf jeden Fall die Allianz aus, weil ich da mir mein Zeug rüberschicken kann, also Geld und so. Das kann ich bei der Horde nämlich nicht, weil da ist mein Charakter pleite. Und deshalb muss es nicht sein, ne? Muss es nicht sein. Ist ja eigentlich scheißegal, wo wir spielen, weil es eh nur bis Level 20 geht. Oder 25, mal gucken. Oder werden wir ja mal sehen, ob es dann weitergeht. Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr bis Level, keine Ahnung, bis Level 60, würde ich dann mal sagen, was sehen wollt. Oder ob ihr lieber ein anderes Spiel sehen wollt, weil mir ist es scheißegal. Nun, naja, dann hätten wir halt auch ein Endlos-Projekt. Weil WoW ist jetzt, kann man schon sagen, ein Endlos-Projekt, weil man kann ja immer was Neues machen. Und bis Level 90 dauert es eh, keine Ahnung, da braucht man locker 600, 700 Folgen, um das zu schaffen. Und deshalb sehe ich das als Endlos-Projekt an. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich noch Let's Play machen werde, aber bis jetzt macht mir Spaß. Ach ja, und ich muss auch mal sowas sagen. Das freut mich zum Beispiel sehr, dass ich auf die nächste Gamescom gehen werde. Also, wann ist die nochmal? Ich glaube im September? Nee, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube am 22.08. bis 23.08. werde ich da bleiben. Also eigentlich 2 Tage. Am 22.08. gehen wir dann hin und am 23.08. gehen wir zurück. Und ich werde auch nicht alleine sein. Also mein Vater geht auf jeden Fall mit. Das ist schon mal klar, weil anders komme ich da nicht hin. Und außerdem will er das auch mal so sehen, was da abgeht und so. Obwohl er sich nicht wirklich für Spiele interessiert, eigentlich überhaupt nicht. Außer manchmal zockt er mal eine Runde Mario oder so oder Little Big Planet. Einfach mal so eine Runde, aber wirklich für Spiele interessieren tut er sich nicht wirklich. Aber naja. Der Bongo geht wahrscheinlich auch mit und der Millennium, der ist sich noch nicht sicher. Wobei ich jetzt auch noch nichts sagen will, weil bis dahin ist noch eine lange Zeit, da kann auch sehr viel passieren, was diesen Termin stoppen kann. Also hundertprozentig sicher ist die Vater noch nicht, aber ich denke so 80% sicher sollte sie schon sein. Naja. Vielleicht erkennt ihr mich dann auf. Wenn ich dann noch Let's Plays machen werde, werde ich auf jeden Fall mit irgend so einem T-Shirt rumlaufen, wo auf jeden Fall Seabreaks LP draufstehen wird. Weil es einfach lustig ist. Und so ein T-Shirt kostet ja, okay, ich glaube 20 Euro oder so, aber das muss man sich aber mal geben, oder? Ist auch, kann man schon sagen, ein bisschen Werbung. Ich weiß ja nicht,
wie viele da rumlaufen werden. Ich hoffe, ich sehe auch Gronkh und so, weil das muss einfach sein, weil ich gehe nicht dahin zum Zocken, weil das, ich habe keine Lust, mich da an einer 10 Stunden lange Schlange zu hängen, sondern einfach nur ein bisschen da rumzuschauen. Ich war ja schon mal in Köln, aber das war ja schon, keine Ahnung, das war schon ein paar Jahre her. Ja. Ein Jahrzehnt vielleicht sogar schon. 2 Wochen lang in Düsseldorf haben wir das immer auch mal in Köln rumgelaufen. In Krefeld und so weiter und so fort. Da waren wir bei der Bekannten. Aber wie gesagt, war schon, glaube ich, ein Jahrzehnt her. Also vor 10 Jahren oder so. Und seitdem war ich dann nicht mehr da. Ich weiß auch gar nicht mehr so viel. Ich weiß so, dass ich am Kölner Dom rumgerannt bin und so weiter. Und naja, mal gucken, ob ich dann lieben Gronkh sehen werde. Oder Commander Krieger oder Pete Smith, ein paar Leute. Auf jeden Fall Hardy zum Beispiel. Hardy ist einfach geil. Ne? Muss man mal sagen. Commander Krieger, habe ich wahrscheinlich schon gesagt. Und naja, ich denke locker, dass ich mindestens einen sehen werde, weil, wie gesagt, ich bleibe ja 2 Tage da. Oder einen Tag. Eine Übernachtung halt. Ich weiß auch noch gar nicht, wo wir übernachten werden. Ich hoffe in einem Hotel. Weil im Auto zu schlafen wäre jetzt nicht so das Wahre, ne? Muss man einfach mal so sagen. Aber ich denke, ein Hotel wird sich da schon finden, ne? Was macht man überhaupt gerade? Wir machen Rollen der Weisheit kaputt. Ach, wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach so, auch wenn uns jetzt ein Affe hinterher rennt. Wirf keine Bananenschale dorthin, wo du hingehen willst. Ja, das ist eine Weisheit, auch die mir Mario Kart gelehrt hat. Wenn man eine Bananenschale vorwirft, sollte man nicht geradeaus fahren, da wo die Bananenschale liegt. Vor allem nicht vorm Ziel. Ne, Mario Kart. Oh, Mario Kart war geil. Habe ich aber immer nur auf dem DS gespielt, weil eine Wii hatte ich früher nicht. Jetzt habe ich eine Wii U, aber da habe ich jetzt auch noch nicht so viele Spiele. Was habe ich denn auf der Wii U? Ich glaube, oder ich weiß es, dass ich Nintendo Land habe. Es war ein Premium Pack dabei. Ich habe Super Mario Bros. U. Das habe ich, ja, das regt mich aber manchmal ein bisschen auf. Oder habe ich zum Beispiel eine Stunde gespielt, bis ich dann was das Gamepad gegen die Wand geworfen habe. Wobei heute die Session gar nicht mal so übel für mich gelaufen ist. Resident Evil 4, die Wii Edition habe ich noch. Und auch 3 Quests, was ist denn da los? Und Resident Evil Zero, und Mario Dingenskirchen. Dieses Universumsgedöns, Alter, jetzt habe ich den Namen vergessen, durch so viele Spiele im Kopf. Mario Galaxy, genau, den ersten Teil, den habe ich auch noch. Wobei ich sagen muss, dass ich habe den zwar gekauft, aber ich wollte ihn zurückgeben. Oder mein Vater gesagt, es soll zurückgeben. Und das ist eine lange Geschichte, warum, und es dauert zu lange, die zu erzählen. Auf jeden Fall hat mein Vater da auch versehentlich nur die Box zurückgegeben, weil beim Real ist es so. Machen wir überhaupt das Richtige? Nee, oder? Nee, Quatsch. Müssen wir ganz woanders hin, das müssen wir später erst machen. Auf jeden Fall, wenn man beim Real ein Spiel kauft, ich denke, jeder kennt Real. Ich weiß auch nicht, ob es in ganz Deutschland gibt, aber ich glaube schon. Also wenn man was beim Real kauft, zum Beispiel ein Spiel, bekommt man die Box und einen Kassenzettel und dann muss man sofort zur Information gehen und kriegt da das Spiel und das Handbuch in so einen Umschlag gereicht. Und das habe ich dann nicht ausgepackt, sonst könnte man es ja gar nicht zurückgeben, ist ja logisch. Auf jeden Fall, als wir das dann zurückgeben wollten, oder mein Vater, hat er aus Versehen nur die Box zurückgegeben, die leere Box, das war nur die Box. Auf versehentlich, das war jetzt nicht mal mit Absicht oder so. Und dann hatte die nette Frau vom Real oder so, ich weiß nicht, ob das ein Mann war, aber ich glaube, da arbeitet kein Mann in der Information, jedenfalls habe ich da noch nie einen gesehen. Ja, das kannst du ruhig machen, Hilfe habe ich immer gerne. Und dann hat sie einfach mal nur die Box zurückgenommen, hat wahrscheinlich nicht reingeschaut, ob er drin das Spiel war, und naja, ein Spiel für lau, oder? Kann man nicht nein sagen. Ist nicht mein Problem, wenn die Frau das nicht checkt, dass da kein Spiel drin ist, ne? Ich denke, ist jetzt genauso. Ich denke, Real hat genug Geld, oder der Chef von Real, damit er mal die, glaube ich, 25 Euro verkraften kann. Eigentlich muss ich sagen, kaufe ich Spiele fast nie Ding neu. Eher gebraucht, weil es einfach billiger ist und ist eigentlich das gleiche drin, als ob ich es neu kaufe. Was ist da anders, ne? Das habe ich da auch noch nie Probleme mit. Ich habe ungefähr locker 30 Spiele gebraucht gekauft und
Noch nie Probleme mit gehabt. Und naja, warum warte nochmal neu kaufen? Alter, was ist denn da los hier, ey? Volles Affentheater. Oh, was haben wir denn alle eigentlich bekommen? Blitzschlagschild. Machen wir jetzt gleich mal. Ach, das ist ein Buff. Das ist ein Buff. Oder? Ist es ein Buff? Ja, das ist ein Buff, das ist ein Buff. Geile Sache, haben wir einen Buff bekommen. Aber das wollte ich jetzt auch schon die ganze Zeit machen. Wundert mich, weil ich, dass ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe. So. Interphase. Anzeige. Nix Anzeige. Obwohl, das können wir auch mal wegmachen. Weil bei Frauen gefällt mir der Helm irgendwie nicht so. Also beim weiblichen Charakter. Beim männlichen ist es wieder was ganz anderes. Das sieht ziemlich cool aus, aber beim weiblichen, nee. Ich schaue mir lieber auf den Kopf und nicht auf den Helm. Ey, wo ist denn das? Aktionsleisten, genau da. Chuck, 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 Chuck. So. So. Ach so, ja, genau. Die werden erst so angezeigt. So, und dann können wir dann den Buff hin tun. Oder das brauchen wir auch eigentlich nicht. Ja, schön, dich auch zu sehen, mein Freund. Mein Pandarenfreund. Was sind das eigentlich? So. Ich denke, so kann man es erstmal lassen. Ihr könnt mich korrigieren, wenn ich irgendwie falsch spiele oder so, weil ich habe keine Ahnung von Schamanen, sonst lese ich mir immer Guides durch bis zum Umfallen, weil ich bei WoW selber nichts auf die Kette bekomme. Deswegen, ohne Guides geht bei mir eigentlich gar nichts. Ja, ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt, es ist einfach so, ich spiele nur, weil ich Spaß habe und nicht, weil ich das Spiel checken würde oder so. Aber bis jetzt scheint die Taktik ja zu klappen, also die Gegner verdecken sich sehr schnell. Und naja, in die Kommentare schreiben, ob ihr das WoW Let's Play weiter sehen wollt oder zum Beispiel Devil May Cry kann ich auch spielen anstatt WoW, also den neuen Teil. Ich habe mir bis jetzt noch nicht vorbestellt oder so, weil ich habe bis jetzt noch keinen anderen Devil May Cry Teil gespielt. Das wäre jetzt dann der erste, obwohl einmal kurz angetestet habe ich, glaube ich, eine Demo oder so auf der Xbox. Aber ein Spiel durchgespielt habe ich auch noch nie. Dead Space habe ich mir natürlich schon gekauft und alles. Es ist natürlich sowas von klar, weil Dead Space muss einfach sein. 1 und 2 habe ich sofort durchgespielt, als es rausgekommen ist. Nee. Den 2 habe ich durchgespielt, als es rausgekommen ist. Den 1 habe ich irgendwann davor gespielt, ein paar, glaube 2 Wochen davor. Und dann habe ich mir erst den 2er gekauft, weil es einfach geil war, ey, das Spiel. Muss man einfach sagen. Ich hoffe, der 3er wird genauso gruselig. Obwohl ihr eher gesagt hat, dass es diesmal nicht so gruselig sein wird. Was ich allerdings auch ziemlich schade finde, weil ich finde, dass es immer weniger Gruselspiele gibt. Und das, keine Ahnung, immer wird die breitere Masse von den Spieleentwicklern gesättigt, sage ich jetzt mal. Wie es so schön heißt, gesättigt, ist immer ein schönes Wort. Und naja, ich denke, die meisten stehen eher auf Action, Shooter, Call of Duty, Battlefield. Ich will jetzt keinen ins schlechte Licht drücken. Aber es ist einfach so, muss man einfach mal so sagen, es ist einfach so, es ist bewiesen worden, oder was ist bewiesen worden. Es ist einfach so. Und deshalb hat EA dann auch gesagt, mach mal nicht so viel Horror drin, damit es mehr Leute kaufen, und finde ich ziemlich schade. Aber das wurde ja bei Resident Evil auch so gemacht und bei allen anderen Spielen auch. Silent Hill bin ich mir nicht so sicher. Aber ich glaube, da ist auch nicht mehr so viel Grusel drin, wie es bei den anderen Teilen war. Aber naja, kann man jetzt auch nichts dran ändern. Es ist einfach so. Wie lange laber ich jetzt eigentlich schon? Wann habe ich angefangen? Ich weiß es gar nicht. Und du bist gleich tot, Junge. Also pass mal auf, was du sagst. War das schon alles? Oder war das der Kumpel von uns? Naja, das war der Kumpel. Nee, ja, das war der Kumpel von uns. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Tschüss, Ruck, Ruck. Hau, Ruck. Ja, ich glaube auch, dass der nicht mehr aufstehen wird. Wie sieht er denn aus? So, muss einfach mal sein. Oh, ich dachte, eine Blase furzt uns gerade an, aber das war ja doch nicht so. Da hast du völlig recht, ey. So, balanciert. Ja, genau, jetzt kommt die Quest. Ja, aber nehme ich mit? Hallo, hallo. So ein Blödmann aber auch, oder? Was sind das für Viecher? Langohr, keine Ahnung. Ein Geist. Na super, jetzt hat er uns allein gelassen, ey. Nicht wirklich ein Gentleman, oder?
unserer Pandarendame. Das Schild finde ich hässlich. Ups, kurzer Ruckler. Wahrscheinlich wegen dem Update, weil dieses Spiel, was ich spielen will, ist einfach mega, mega geil. Und ich weiß nicht, ich habe es noch nie gespielt oder so, aber ich glaube schon, dass dieses Spiel echt, echt geil wird. Also ich denke, das kann schon so eine neue Generation von... Alter, was ist denn da los, ey? Jetzt mal ohne Kack, warum leckt das so beschissen?